1, 2, 3 und los, das 23. Wintersportfest des Sportvereins BVB 49 lockt auch diesmal ganze Heerscharen von Kleinen in das Sportforum nach Hohenschönhausen. Ganz genau waren es 280 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, die gekommen waren, um sich miteinander zu messen, aber nicht nur das. Es ist immer toll, die anderen Freunde wiederzusehen und da so, es gibt so ein bisschen Ehrgeiz zwischen den anderen. Und ich habe ja dann wurde nochmal Dritter bei 60 Meter und es hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Ich war hier schon ziemlich oft und ja, es macht mir Spaß und ja, schöne große Halle. Eine große Halle, in der die Kleinen ganz groß rauskamen, da wo sonst die Profis trainieren, durften am vergangenen Sonntag die Profis von morgen ran. Ist alles sehr schön hier, also auch, dass die Kinder sich hier schön aufhalten können, hinsetzen können. Und ich habe den Eindruck, es ist sehr gut organisiert. Top-Bedingungen für Top-Leistungen, kurzum toll organisiert, die ganze Veranstaltung. In den 25 Jahren, jetzt im 23. Wintersportfest, hat sich eine Menge entwickelt. Und wie gesagt, auch in diesem Jahr waren wir wieder voll zufrieden. Ein voller Erfolg, unser Wettkampf. Das fanden auch die Eltern und die Trainer, die Betreuer und alle, die da waren, die Sportler sowieso. Erst recht, wenn es am Ende auch noch eine Belohnung gab oder mehrere auf den Siegertreppchen in Form von Medaillen. Es ist ein großartiges Gefühl, eine Medaille hier zu gewinnen von 36 Startern. Also es ist toll, ich habe es gar nicht erwartet, so viele Medaillen zu bekommen, aber man muss halt dran viel kämpfen und dann erreicht man halt seine Ziele. Das ist mal ein Schlusswort, das nicht nur für alle Kleinen gilt, sondern ganz sicher auch für alle Großen.